Hallo, herzlich willkommen, liebe Porsche-Freunde bei Wetzel Automobile in Hamburg. Ja, ich habe hier heute einen Porsche, der im Moment, glaube ich, der gefragteste Porsche ist, den es auf dem Markt gibt. Nämlich ein 964 C2 Coupé mit Schiebedach, 134.000 Kilometer gelaufen, rot-schwarz, Schalter, deutsches Auto, Erstzulassung 2.8.91. Kommt aus von einem, das sage ich immer, ne, kommt von einem Sammler, aber es ist halt so, ist tatsächlich so, das ist auch ein sehr sympathischer Sammler, für den ich auch schon andere Autos verkauft habe, der gern mit mir zusammenarbeitet und der merkt, dass ich gute neue Besitzer finde, die dann auch Autos weiter hegen und pflegen und in gute Hände kommen. Also wenn man selber eine Sammlung hat, kann man mich auch anrufen, ich helfe gerne, die zu verkaufen, ja, also insofern. Kauft sie aber auch ab, wenn es passt. Also insofern, das ist immer, wir gucken mal, was so auf uns zukommt. Also hier, tolles Auto, hat der jetzige ist der sechste Eigentümer. Also gut, das ist jetzt, kann man sagen, 6 Vorbesitzer, finde ich doof. Aber am Ende steht hier ein schönes Auto. Es ist kein perfektes Auto, deswegen guckt auf den Preis. Ich weiß, was die kosten, wenn die perfekt sind. Die kosten nämlich 6-stellig. Bin gerade an einem dran, an einem schwarzen Coupé. Der will über 100 von mir haben im EK, ja, wo ich so denke, Wahnsinn, aber ich bin schon fast gewillt, drüber nachzudenken, ob ich das bezahle. Ja. Also über das Auto, das zeige ich jetzt, was da los ist. Es gibt kein Checkheft zu dem Auto. Der Eigentümer macht aber immer, wenn er Autos kauft, gibt er sie in die Werkstatt, lässt alles checken, ob das alles in Ordnung ist. Und das hat er bei dem Auto auch gemacht. Ja komm, schauen wir uns das Auto an. Also. Der sieht wirklich ordentlich aus, ja? So, das ist, der fährt super, der hat jetzt hier keine Beulen oder Kratzer, ist ein C2, der Motor ist trocken, oder? Das checke ich mal gerade, weil ich weiß, wo er stand, Sekunde. Ein so ein kleiner Tropfen drunter, da stand er ungefähr 2 Wochen an der Stelle. Wir gucken rein im Motor. Ich hatte letztens einen 993 S2 in Rot-Schwarz. Hat nicht lange gedauert, war der weg. Also die Farbkombination ist sehr, sehr begehrt. So, der funktioniert halt hier. Wie gesagt, gecheckt hat er alles, der Eigentümer. Und also viele Vorbesitzer sind für mich immer so, muss kein Nachteil sein, ja, weil wenn es Leute sind, die Autos hegen und pflegen, dann ist das alles super und lieber, wenn man einen hat, der das Ding runterrockt, dann ist es halt auch doof, dann lieber 8, die den jedes Mal wieder pflegen und investieren, ja? So, also komm, gucken wir weiter. Achso, was ich gesehen habe hier, hier ist ein ganz bisschen, klein bisschen was unter einem Gummi da, ist so ein bisschen, ein so ein Bläschen, das kenne ich, das ist halt eine Krankheit bei 964, dass die Scheibenrahmen manchmal, das kann man halt machen, das ist jetzt nicht so ein Drama, kostet 500 Euro, dann ist das erledigt. Und ja, Felgen sehen ordentlich und gut aus, die Reifen sind auch noch nicht alt, die sind von 17, also ich erzähle ja immer gerne, Reifenhändler dürfen Reifen 3 Jahre lagern und sich dann noch als Neureifen verkaufen. Das heißt also, man könnte jetzt noch von 2019 Reifen raufkriegen, wenn man gerade zum Reifenhändler geht und sich neue Reifen drauf machen lässt. Super. Schön sind ja auch immer, ne, wenn es diese Spiegel sind, die finde ich persönlich immer schöner. Ich weiß gar nicht, auf welchen Baujahr die gemacht wurden. Vielleicht weiß das jemand, kann mir das mal sagen. Ja. Hier ist noch der Aufkleber drauf, auch ganz schön immer zu sehen. Ja, hier sieht alles ordentlich aus. Also es ist wirklich ein ordentliches Auto. Hier, was ich gesehen habe, hier hat er so ein bisschen, er wird irgendwann, also solche Autos werden ja gerne mal zerkratzt. Ja, so war halt immer so und ist immer noch so. Und dann macht man halt mal einen Kotflügel neu. Und hier sehe ich so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Lack, was mir nicht ganz so gut gefällt, wenn jetzt wirklich da. Aber gut, ist halt immer Preis-Leistung. Was kostet so ein Auto?
Und was bekommt man dafür? Und C2-Schalter mit Schiebedach, ohne Scheibenwischer, finde ich schon nicht so schlecht. So, und dann natürlich hier die Innenausstattung mit diesen Sitzen hier. Guck mal, und daran siehst du auch, ich meine, der hat 134.000 Kilometer gelaufen und hier ist so ein bisschen abgescheuert. Ja? So, das ist zeitgemäß und kilometergemäß. Ja? Da sieht man ja manchmal so ganz andere, kann natürlich auch an irgendwelchen Gürteln liegen, die man anhat, aber gut, lassen wir es mal. So, hier sieht alles schick aus, alles gut, der funktioniert, der läuft, die Anzeigen funktionieren. So Porsche Classic Radio drin, das ist auch immer sehr, gibt es eine coole Werbung übrigens von Porsche, wo dann so ein Typ in so ein G-Modell reinspringt und sagt, hey Siri, spiel meine 70er Jahre Klassikerliste, Playlist, und dann kommt Harpo oder sowas, weißt du, also ganz lustig. Schön. Wenn man sowas in der Garage steht, hat, ich sage immer, ich brauche immer Autos, ja, ich kaufe gerne Porsche. Wenn man einen Porsche rumstehen hat und will den unkompliziert und schnell verkaufen, kann man mich gerne anrufen. Ich bin immer gewillt, das zu machen. Ich kaufe in ganz Deutschland Autos und kriegen jetzt auch ein tolles G-Modell jetzt demnächst wieder rein. In Gelb, frühes Modell, 74er. Ganz schön, freue ich mich schon drauf. Freue ich mich jetzt schon aufs Video. Cool. Ja. Und jetzt fahren wir eine Runde. 964, hört es euch an, bester Sound ever von Porsche. Ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Interessenten, der bringt mir jetzt einen 997 Targa. Den sollen wir verkaufen und er will was Neues haben. Und der sagt, ich glaube, ich muss mir einen 964 kaufen, weil ich einfach den Sound so cool finde. Das ist der beste Sound, alles andere ist unecht. Hat er recht, wir hören uns das jetzt an. Die blubbern so schön, die 964er, und das... ziehen wir uns jetzt rein, ja? Wir drehen eine Runde, komm. So rein, ist so geil. Du gehst ran, bam, sofort da. Ey, schönes Auto. Also 964 macht Spaß zu fahren. Ja? Der Quantensprung von G-Modell zu 964 war einfach echt groß. Das war eine riesen Entwicklungsschritt. Und wobei ich G-Modelle auch gerne fahre. Ja, wenn das was für Sie ist, Auto steht hier bei uns in der Halle, wird im Kundenauftrag verkauft. Und 964 für den Preis zu kriegen, glaube ich, ein C2, da sollte man nicht lange überlegen. Und Rot ist natürlich auch echt ein Hingucker. Ne? So. Also, ja, schön. Danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile aus Hamburg. Und ich freue mich auf den Besuch und wir freuen uns auf den Besuch. Im Moment haben viele Urlaub und hin und her, aber das ist auch bald vorbei. Und dann geht das wieder normal weiter hier. Danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile aus Hamburg. Tschüss.